Bis zum 5. August wollten Nintendo und Sega nicht warten. Mario und Sonic läuten die Olympischen Spiele in Rio schon jetzt auf der Wii U ein. Die Idee, die ältesten Rivalen der Videospielhistorie im höchsten sportlichen Wettkampf aufeinandertreffen zu lassen, hat sich für Nintendo und Sega bezahlt gemacht. Weit über 25 Millionen Mal wurden die bislang veröffentlichten Spiele zu den Spielen in Peking, Vancouver, London und Sochi verkauft. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an den Rio-Ausflug. Die beiden Traditionsunternehmen schicken über 30 Helden und Schurken ins Rennen um die Medaillen. Und davon gibt es eine Menge zu holen. Insgesamt 14 offizielle Disziplinen stehen zur Auswahl, drei davon gibt es zusätzlich mit Mario-typischer Regelauslegung. Nur wenige davon sind in der klassischen Leichtathletik angesiedelt. Dreisprung, 100-Meter-Sprint, Staffellauf, Speerwerfen. Dazu gesellen sich zahlreiche Exoten wie Boxen, BMX, Tischtennis, Bogenschießen und der 92-jährige Olympia-Abstinenzler Rugby, wenngleich in einer kompakteren 7er-Version. Klar, dass es ein Tumba-Kraftmeier wie Bowser bei der rhythmischen Sportgymnastik etwas schwerer hat als Prinzessin Peach. Dafür hat der Dino einen gewaltigen Bums, der sowohl beim Fußball als auch beim Beachvolleyball zum Einsatz kommt. Wer will, kann aber auch mit dem eigenen Mii-Avatar antreten und diesen mit zuvor freigeschalteten Kleidungsstücken für die jeweiligen Wettbewerbe optimieren. Die aus der im April veröffentlichten 3DS-Version bekannten und super schrägen Plus-Wettbewerbe haben es leider nicht in die Wii U-Fassung geschafft. Nintendo versucht das durch eine Vielzahl von Wettbewerben und Modi zu kompensieren, darunter beispielsweise die Olympia-Variante für die Mii-Charaktere oder das Heldenduell, in dem Team Mario oder Team Sonic gegeneinander antreten. Nach jeder Wettkampfrunde fliegt einer aus der Verlierermannschaft, bis die Kapitäne Mario und Sonic die Segel streichen müssen. Natürlich lassen sich all die charmant inszenierten Wettbewerbe im Alleingang bestreiten, aber Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen Rio 2016 läuft erst in geselliger Runde zur Höchstform auf, wobei es bei Vierer-Couch-Duellen bleibt. Direkte Online-Duelle gibt es nicht, nur weltweite Bestenlisten. Weit schlimmer, die Steuerung wurde im Vergleich zu früheren Olympia-Games mitunter schmerzlich vereinfacht. Gefuchtelt und gewirbelt wird nicht mehr, stattdessen hämmert oder drückt man auf dem Touchscreen-Gamepad oder den Wiimotes nur noch im richtigen Moment Knöpfchen. Das mag einsteigerfreundlich sein, ist trotz ein paar Facetten aber auch öde. Auch beim Fußball vermisst man den Tiefgang. Die 4 gegen 4 Matches erinnern vielmehr an uralte NES World Cup-Zeiten und nicht an Mario Smash Football. Fazit: Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen Rio 2016 ist ein rundum familientaugliches Sportspiel, das niemanden überfordern dürfte, etwas versierteren Gamern aber schlicht zu simpel ausfallen wird. Ins Schwitzen gerät man jedenfalls nicht mehr. Schade um die Bewegungsvielfalt auf und vor dem Schirm.